Hallöchen, meine lieben Pokémon-Trainer, willkommen zurück zu Pokémon Gaia. So, heute wollen wir uns den Arena-Orden holen. Der erste Kampf lief relativ gut. Ich bin positiv gestimmt, dass wir mit Aurelia in die Kämpfe gehen. Was ist denn das? What? Dein fucking Ernst? Alles klar. Nein. Arena-Leiter steht nicht so an der Ecke. So. Smarblue. Ich sehe den Arena-Leiter schon mit Dings ankommen, mit Altaria. Also ganz gut. Altaria ist halt, glaube ich, noch Flug. Drache. Und wird erst mit der Mega-Entwicklung zu Feedrache. Naja, oh mal Safe Card. Komm, Aurelia. Danke. Sehr schön. Die haut rein hier. Bing. Level 20. Sehr schön. Hat's auch nachgeholt. Dum, 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 dum. Och nö. Wir müssen die Riesel machen. Die stärksten Flugtypen sind auch Käfertypen, ne? Das würde ich mal bezweifeln. Lidian. Lidian könnte aber auch machen, wenn der mit Tempo-Hieb ankommt. Falls er das schon kann auf dem Level. Kometenhieb, okay. Natürlich sofort ein Crit. Flop. Da wir ein paar Eisbälle noch in den Kopf werfen. Bam. Nee, gibt's nicht. Hier. Nimm meinen Eisball. Da, da. Uff, sehr schön. Ja, du hast falsch gelegen, definitiv. So. Dann einen Supertrank. Für Aurelia. Aurelia. So. Was muss tatsächlich die Dings hier machen? Gelb, blau, rot, blau, gelb, rot. Gelb, blau, rot, gelb, blau, gelb. War falsch. Gut. Gelb, blau, rot, blau, gelb. Rot. Ah. Gelb, blau, rot, gelb, blau, rot. So. Weißt du was? Ich nehme jetzt einen Zettel. Moment. Ich nehme jetzt einen Zettel. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Kopfhörer gemacht habe, dass der so rumspinnt. Beziehungsweise der Kopfhöreranschluss. So. Wo wird der Kaffee weggeschieben? So. Okay. Dann machen wir mal hier. So. Wir gehen einmal weg. Wieder hin. Oh, ich habe falsch gemacht. Ja, siehst du, ich habe das schon falsch eingetragen bei mir.
5 und 6. Das brauchen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5 und... Ja, sehr schön. Dum, 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 dum. Hey Dude. Ich weiß, dass du nicht der Arena-Leiter bist. So, machen wir das letzte Rätsel auch nochmal. Notizen. Ein Fletschender. Der ist schon ein Feuer-Pokémon, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist schon ein Feuer-Pokémon. Ich kann den Angriff senken. Gut, dass ich jetzt schon mal mit Eisball anfange. Also mit der Frostbeule. Und dürfte gleich umso härter noch zuschlagen. Aurora-Strahl. Nicht mal für Encore rein. Weil ich jetzt gerade nicht weiß, was besser ist. Die physischen Angriff oder der spezielle Angriff? Im Bürger ist ein bisschen schlecht. Nehme ich doch lieber Bahamut rein. Die Molga macht Aua. So. Ja, Spezialverteidigung. Wie die alle diesen kleinen Dings da übrig behalten, ne? Das ist von allen Pokémon so. Das ist doch bestimmt irgendwie so ein Bug oder keine Ahnung. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass Emolga Robustheit hat. Das wäre neu. So, ciao. Sehr gut. Nummer 1. Ja, es war ein bisschen Verschwendung wahrscheinlich, aber... Piep, piep. So. Dann jetzt hier einmal. Gut. Ja. So, nochmal bitte. Okay, das ist aber ziemlich lang, ne? Fünf, sechs, sieben, acht. Uff, du Schande. Okay. Eins. Mist. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Nein, ich habe mich verschrieben, wie das aussieht. 4, 5, 6, 7. Oh, ich habe mich mit den Zahlen verschrieben. Okay. Mitte ist 8 dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und... Ha! Sehr schön! Da wollen wir uns die Arena leiten. Ich bin der heiße Typ, der der Aria vor Gefahren schützt. Alles klar, Kollege. So. Ciao. Du bist total heiß, du komische. Aua! Hier, nimm eine Frostbeule. Verfolgung? Alles klar. Hier, nimm mal eine Frostbeule. Mama.
Chocotic. Nö, lass mal drin. Dieser Satz ist schon wieder Quatsch. Die Frostbeule hätte Togetic definitiv besiegen müssen. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Programmierfehler ist. Dass so viele Pokémon nur mit einem KP überleben. Yay, Level 22. Badadam, badadam. So, dann ist Super Potion für Aurelia. Wunderbar. Dann gucke ich mir das nochmal an. Tatsächlich ist der spezielle Angriff besser. Das heißt, wir sollten mit Aurora-Strahl eher arbeiten als mit Frostbeule. So. Gut. Dann wollen wir mal uns mit Aria prügeln. Mein Name ist Aria. Was? Ich kann leider nicht übersetzen. Wird dieser Kampf die Spitze sein? Oder der Fall? Welchen Ton magst du gerne spielen? Es ist Zeit, das rauszufinden. Kann es sein, dass dein Signature-Pokémon Plaudergei ist? Drei Pokémon. Wullaby? Ah, okay. Los, Aurelia! Aurora-Strahl! Oh, Critical Hit und weg. Sehr nice. Gligar! Oh! Kommt hier sogar mit Dings an. Das könnte aber übel enden, das weißt du, ne? Gligar ist Flug Erde. Wer bin ich, dass ich da was sage? Wusste ich doch, dass ihr Signature-Pokémon ein Plaudergei ist. Easy. Naja, ist irgendwie verständlich, ne? Wenn man gucke, dass ihr Rätsel alle was mit Plaudergei zu tun hatten. Gerade sagen, sie wird auch einen super Trank jetzt nutzen. Und nochmal. Ach nein, bitte nicht. Ah, ich hab's gewusst. Deswegen gedacht, bitte nicht. Weil ich wusste, dass das verwirrt. Und natürlich, wir hauen uns selber. Weißt du, wenn der Gegner verwirrt ist. Ja, komm, ich lass Aurelia jetzt down gehen. Das hat keinen Sinn. Sorry, Aurelia, aber das hatte absolut keinen Sinn. Gut. Nein, Warmut. Ach, leck mal. Komm schon. Ach, das ist doch scheiße, ey. Ja, sehr schön. Ein One-Turn-Confusion. Das ist natürlich sehr angenehm. Und tschüss, Plaudergei. 709 Erfahrungspunkte. Der Plum-Badge. Jetzt muss ich den ja speichern. Moment. Moment, Moment, Moment. So, da ist er. Auch wieder selbst hergestellt von mir. Ich bin gelähmt von deinem Kampfstil. Hier, nimm das als persönliches Geschenk von mir. Iowas? Nee, oh Gott, Ruheort. Danke. Jetzt sind wir den Ruheort geschenkt.
So, als nächstes müssen wir dann jetzt durch den komischen Tunnel da gehen. Ich würde sagen, erstmal schmeißen wir unsere Pokémon auf das Heiltableau. Sehr schön. Ja, Aurelia hat ja schon richtig. Aurelia hat ja richtig schon mit reingehauen, ne? Ja, komm, Vieh. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich jetzt hier mal gleich eine Trainingssession einsetze. So, dass ich vielleicht so alle bis Level 25 trainiere. Erstmal kaufen wir uns... Oh, wir können Hyperporsches kaufen. Das hat den zweiten Ohren. So. Gleich mal eingekauft. Gleich mal eingekauft hier. Dann gehen wir da erstmal rein da. Erstmal in den Cave rein. Ja, wahrscheinlich werde ich dann hier gleich eine Trainingssession einlegen. Nutzen wir die Level 20 Pokémon hier, um uns ein bisschen zu pushen. Vielleicht auf Level 25. Ist ja nichts Verkehrtes dran, ne? Piep, piep, piep. Bam, bam, bam. Ba, 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 ba. Ja, ich sollte vielleicht Schutz einsetzen. So, jetzt ist der Weg hier frei. Ein Antidot. Ein Donnerstein. Sehr schön. Hallo? Ah, da oben ist das Team. Oder vielleicht trainiere ich jetzt ja auch nicht, sondern gehe hier erstmal weiter durch. Bis zur nächsten Stadt oder so, wo wir hinkommen. Und da kann ich dann trainieren. Gucke ich einfach mal, ne? Ein Eisheiler. Ich glaube, ich setze jetzt hier mal meinen Schutz ein. Davon sollten wir vielleicht auch mal demnächst mal welche kaufen. Nur 200 Schritte, da waren wir um 50 Schritte betrogen. Hi. Was gegen mich im Museum verloren? Das kann durchaus sein. Die neuen Älteren. Bitte, was? Der hat schon Diggespie? Holy crap. Ich glaube, da wechsle ich mal aus. Das ist ein bisschen viel für Vieh. Ja, wie gut. Ich wollte erst auf Warmut wechseln. Wie gut, dass ich es nicht gemacht habe. Aua. Hier, nimm mein Rasierblatt. Das ist ein Boden-Pokémon. Boden normal. So. Ciao. Oh, Noctu. Das ist immer ein interessanter Pokémon, ne? Auffuhr. Na, wie gut, dass wir dafür jetzt den das Felsgrab haben. Zack, 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 zack. Dum, 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 dum. So. Level 22 für Barmut. Oh, Eisenschädel. Ja, damit. Oh, das wird jetzt übel. Mit Eisenschädel, da können wir richtig reinhauen. Tschö. Das ist so ein Item, das nehmen wir natürlich mit. Ja. Ein Full Heal. Oh, nice. Und 5 blaue Scherben. Ein Nugget.
Ei. Nee, ich muss hier durch. Ich muss zum Apex-Tempel. Golet? Ah, okay. Muss da überlegen. So, hä? Yeah, Golet? Iron Fist, alles klar. Ich glaube, nehmen wir Terra wieder. Wie alle Attacken fehlschlagen, was ist los? So. Bam, Mega Punch. Boah. Mit Iron Fist ist es natürlich ein bisschen hart, ne? Sehr schön. Du hast viel gesagt, ja, hast du. So, geben wir jetzt erst einmal Terra einen Trank. So. Ach du Schande. Ja, bevor wir uns jetzt die Eisfläche antun, Leute, würde ich sagen, beende ich die Folge für heute. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren und dann werden wir ein bisschen rumrutschen, wie es aussieht. Bis dahin, cheerio!